Hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil unseres PHP-Tutorials auf Innovations Guide. Wir widmen uns heute noch einmal den Variablen und im ersten Teil untersuchen wir, wie wir Variablen unterschiedlichen Typs miteinander verknüpfen können und wie wir mit ihnen arithmetische Operationen durchführen können. Im zweiten Teil erstellen wir ein HTML-Formular und ich zeige euch, wie wir die Daten aus dem HTML-Formular in unser PHP-Skript übernehmen und diese dann weiterverarbeiten. Aber das Ganze erst nach dem Intro. Bis gleich. PHP ist ja wie JavaScript eine schwach typisierte Programmiersprache. Was das bedeutet, haben wir in der letzten Folge gesehen. Wir haben Variablen einen neuen Wert zugewiesen und die Variable hat nicht nur den neuen Wert angenommen, sondern auch dessen Typ. Ein zweiter Aspekt bei schwach typisierten Programmiersprachen ist, dass wir mit Variablen unterschiedlichen Typs Operationen durchführen können, dessen Ausgabetyp uns immer das optimale Ergebnis ermöglicht. Und was das bedeutet, zeige ich euch anhand eines kleinen Beispiels. Wir sehen hier im ersten Teil unseres kleinen Beispiels, werden drei Variablen initialisiert, einmal ein Double-Wert, ein String-Wert und ein Integer-Wert. Danach wird eine Addition durchgeführt zwischen einem String-Wert und einem Integer-Wert, das Ergebnis in R gespeichert und danach der Typ und der Wert unseres Ergebnisses ausgegeben. So, wir schauen uns mal an, was passiert, wenn wir einen String-Wert mit einem Integer-Wert addieren. Und hier passiert Folgendes, unser Ergebnis ist vom Typ Integer, unser Wert 42, wie zu erwarten war. Und wir schauen uns jetzt mal an, was hier passiert. Unsere 21 wird ja als Stringwert dargestellt und das sieht dann in der ASCII-Schreibweise folgendermaßen aus. Also wir schauen uns hier mal die Binärwerte dazu an. So, und das wäre jetzt hier einmal der erste Teil unserer Zahl sozusagen, also die 2. Und das wäre der zweite Teil unseres Strings, die 1. Die 21 als Zahlenwert sieht aber völlig anders aus. Und die sieht folgendermaßen aus. Unsere Zahl 21 ist ja ein Integer-Wert und Integer-Werte werden mindestens mit 2 Byte dargestellt. Der höherwertige Teil unserer Integer-Zahl ist hier natürlich 0. Und hier das zweite Byte entspricht hier unserer binären 21. Und wir sehen ja hier schon daran, ganz einfach, dass die Darstellung hier im Speicher natürlich vollkommen unterschiedlich ist. PHP übernimmt jetzt aber für uns automatisch die Konvertierung von diesem Wert hier in diesen Binärwert. Und das sieht folgendermaßen aus. PHP schaut sich den String an und schaut nach, ob hier ein verwertbarer Zahlenwert bei der Addition vorhanden ist. Aber nur bei der Addition. Bei der Verknüpfung wird die Verknüpfung einfach durchgeführt und eine Konvertierung würde dann natürlich zwischen dem Integer-Wert und dem String-Wert erfolgen. Aber dazu gleich noch ein Beispiel. Wir schauen uns noch mal ein anderes Beispiel an. Und zwar, wenn wir unseren String-Wert mit einem Double-Wert addieren, dann erhalten wir folgendes Ergebnis. Und wir sehen, unser Ergebnistyp hat sich wieder verändert in den Wert Double, weil logischerweise wir können nur in einem Double-Typ dann auch Dezimalbrüche oder dem Double-Wert nur Dezimalbrüche zuweisen. Und wir versuchen das Ganze auch nochmal mit einem String-Wert. Und wir erhalten hier wieder einen Integer-Wert und unser Ergebnis lautet wieder 42. Was passiert nun, wenn wir unsere Variablen miteinander verknüpfen? Das funktioniert auch. Wir können natürlich String und String logischerweise miteinander verknüpfen. Das ergibt einen String-Wert. Wir können String und Double miteinander verknüpfen. Ergibt ebenfalls einen Stringwert. Bloß diesmal ist hier keine Addition, hat diesmal keine Addition stattgefunden, sondern eine einfache Verknüpfung. Und da haben wir im ersten Stringwert 21, also die 2,1, dann die 3,5 und die werden dann einfach zusammengeführt. Das gleiche würde auch passieren bei diesem Operator, bei unserem Punktoperator, wenn wir eine Integer-Variable und eine Double-Variable miteinander verknüpfen.
Auch hier erhalten wir wieder einen Stringwert mit der Zeichenfolge 213.5. Und das gleiche natürlich auch mit int und int. Und hier erhalten wir die Zeichenfolge 2121. Das war hier kurz der erste Teil. Im zweiten Teil möchte ich euch kurz erklären, worin der Unterschied besteht zwischen doppelten Anführungszeichen und einfachen Anführungszeichen. Dazu mal ein ganz kleines Beispiel. Wir initialisieren uns hier kurz zwei Variablen. Einmal die Variable Name. Und einmal die Variable, sagen wir mal, Größe, GR. Und die beträgt hier 1,80. Und ich möchte diese Variable mit einem Text verknüpfen. Da haben wir die erste Variante. Und zwar, indem ich sage zum Beispiel, sein Name ist dann unser Verknüpfungszeichen Punkt. Dann Variablenname, Name. Und dann ganz einfach er ist dann die Variable für unsere Größe und dann noch eine Einheit Meter und ein Semikolon. So, damit wir das besser sehen, füge ich hier mal eine Leerzeile ein. So, das macht nichts mit der Leerzeile, das können wir dann hintereinander dann trotzdem weiterschreiben. So, wir lassen uns das Ergebnis mal ausgeben. Also sein Name ist Thorsten, er ist 1,80. So, das ist ja relativ aufwendig. Die einfachere Variante wäre, mithilfe eines Template-Strings unsere Variablen hier einzubetten. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Unsere Template-String werden hier immer in doppelten Anführungszeichen geschrieben. Das sieht hier so aus. Sein Name ist... Und wir können jetzt innerhalb unseres Template-Strings sofort unsere Variable platzieren, ohne dieses Verknüpfungszeichen und so weiter. So, er ist groß, und zwar Meter. Okay, ich füge hier mal noch ein Break mit hinten an, damit wir hier einen Zeilenumbruch haben. So, das sieht jetzt fast gleich aus. Mich stört jetzt hier bloß, dass hier noch ein Leerzeichen zwischen 1,8 und Meter ist, also M ist. Wenn ich jetzt mein M hier heranziehen würde, würde unser PHP annehmen, dass die Variable hier GRM heißt. Das können wir auch verhindern, indem wir hier einfach geschweifte Klammern drum setzen. Und wir erhalten dann das gleiche Ergebnis wie oben. Jetzt im zweiten Teil möchte ich euch erklären, wie wir Formulardaten an den Webserver senden und auswerten. Wir sehen hier ein Eingabeformular mit den Feldern Name und Alter und ein Send-Button. Dieser Send-Button wird erzeugt durch mein Input-Tag mit dem Type-Attribut Submit. Und wenn wir jetzt hier drauf drücken, also ich gebe hier mal einfach etwas ein und sage Name Otto und Alter 33. So, ich sende das Ganze mal ab und wir schauen mal in unsere URL und hier sehen wir Name gleich Otto und Age gleich 33. Unser Name kommt hier von Name, hier haben wir unseren Namen Otto eingegeben und unser Age kommt hier von diesem Namen für unser Eingabefeld. Unser Eingabefeld heißt hier Age und unser Eingabefeld hier heißt Name. So, und in Age steht jetzt 33 drinne und in Name steht jetzt Otto drinne, um das ganz kurz zu erklären. Anhand dieser URL erkenne ich schon, dass hier unser Form automatisch die Methode get verwendet hat. Also get, die Methode get ist hier praktisch Standard und die müssen wir nicht extra angeben. Ein weiteres Attribut unseres Form-Controls ist das Attribut Action. Und dieses Attribut ist standardmäßig immer die PHP-Datei oder die HTML-Datei, in der praktisch unser Formular steht. Also unsere Methode wäre jetzt hier sozusagen index.php.
In unserem Fall schreibe ich das einfach nochmal in unser Formattribut. Also wir haben hier einmal das Attribut Action. Und dann würde standardmäßig hier wieder unsere Datei heißt hier index.php und unsere Methode heißt hier get. So, aber da wir das Ganze standardisiert haben, bräuchten wir das nicht mit angeben. Ich möchte aber jetzt, dass nicht index wieder aufgerufen wird durch die Methode action, sondern ich möchte, dass das Skript Eingabe.php aufgerufen wird, das ich gleich noch erstellen werde. So, hier noch ein Gleichheitszeichen. Moment. So. Deshalb schreibe ich jetzt hier Eingabe.php und muss mir die Datei natürlich erzeugen. So, dann Eingabe.php. So, ich spare mir mal jetzt dieses ganze HTML drumherum und fange hier gleich an mit PHP. Schön machen können wir das dann später noch. So, nochmal kurz zur Erklärung, was passiert. Ich habe hier als dem Attribut Action den Dateinamen Eingabe.php übergeben, also den Namen des Dateinamens übergeben und die Methode get. Get wird automatisch aufgerufen, hätten wir gar nicht schreiben brauchen. Aber wir haben auch noch andere Methoden zur Übergabe an den Webserver wie post und. Die besprechen wir dann noch im weiteren Verlauf des Tutorials. So, also wenn wir jetzt unsere Eingabe abgesendet haben, landet die jetzt bei unserem Skript Eingabe.php. Und wir müssen jetzt unsere Eingaben irgendwie entgegennehmen. Das erste ist, das macht PHP automatisch, übernimmt diese Eingaben in einem Array. Ein Array ist auch eine Variable. Diesen Typ haben wir noch nicht besprochen, machen wir noch in den folgenden Tutorials. Hier nochmal kurz zur Erklärung. In Eingabe werden jetzt diese Eingaben übernommen und zwar folgendermaßen. Unsere Variable heißt hier immer für die Methode get, aber nur für die Methode get. $ get. Und jetzt muss ich dazu sagen, dass get nicht nur ein einfaches Array ist, sondern ein sogenanntes Assoziativ-Array. Und unsere Assoziation zu unserem Namen hier, diesen hier, ist dann hier auch Name. Damit können wir praktisch bestimmen, welche Eingabe wo landet. So, und unsere Assoziation zu age ist natürlich dann age. So, get. So, also hier landen jetzt unser Name und unser Alter. Und diese Inhalte wollen wir natürlich unseren Variablen übergeben, weil mit denen arbeiten wir dann später. Unsere Variable für Name nenne ich natürlich Name. Und für Age natürlich Age. So. Und jetzt ist schon der Inhalt unseres Formulars in unserer Eingabe PHP gelandet und diese Daten können wir jetzt weiter verarbeiten. So, ich mache hier mal ganz einfach Folgendes. Ich sage hier wieder Echo und sage wieder sein Name ist. So, dann möchte ich den Namen fett geschrieben haben. So. Und er, so auch wieder fett geschrieben. Halt. Und wir schließen unser Void wieder ab. So, ich mache hier einfach mal einen Zeilenumbruch. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Wir speichern hier erst einmal alles ab. So, ich rufe localhost nochmal auf. So, jetzt geben wir hier ein, zum Beispiel Ulla. Halt. Zwei L's reichen. Und Ulla ist 23. So. Und wir sehen, die Werte sind durch unsere URL übergeben worden.
sind dann hier in unserer Eingabe PHP gelandet und sind dann hier ausgegeben worden. Und weil wir ja mal unseren Debugger benutzen wollen, zeige ich euch das gleich mal in einem Debug. So, dazu muss ich erst einmal kurz, fällt mir ein, mein X-Debug einschalten. So, okay. So, ich setze mir jetzt hier einfach einen Haltepunkt. Gehe hier auf den Button für Debug. Starte meinen Debugger. So, rufe meinen Localhost nochmal auf. So, jetzt passiert erstmal nichts weiter. Ich mache jetzt mit der Index.php meine Eingabe. So, sag jetzt hier Thorsten. Und 99. So, jetzt sende ich den Inhalt meines Formulars ab. Das landet jetzt hier in meiner Eingabe PHP. Und wir können uns hier schon unser Superglobal angucken, und zwar get. Und wir sehen jetzt hier schon, für Name ist Thorsten gelandet und für Age 99. So, jetzt kann ich das schrittweise debuggen mit F11 und bin dann durch. Das war's dann. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn euch dieser Teil gefallen hat, dann liked ihn. Wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, dann macht das bitte. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Achso, beim nächsten Mal befassen wir uns mit Programmverzweigungen, also if, else und so weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und auf Wiedersehen.